Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen atemberaubenden Serie hier auf meinem YouTube-Kanal mit der SG, die SG Wattenscheid. I don't know. Hier steht die, also gehe ich von die SG Wattenscheid aus. Ähnlich wie bei Elversberg, nur ein wenig tiefer. Ich habe mir nämlich gedacht, ey, hör zu. Man will ja irgendwie mal ein paar Challenges haben und ich bin ehrlich, ich habe mit nach Elversberg war es ja so, dass ich mit, ja, wie soll ich sagen, mit Gladbach habe ich eine Saison eine Folge aufgenommen, hochgeladen, war nichts. Dann habe ich mit ja, vor kurzem mit Liverpool angefangen. Das catcht mich aber irgendwie alles nicht. Und dann habe ich gegoogelt und gegoogelt und gegoogelt und geguckt, hey, wo wo kann man denn anfangen, wo man eine Challenge hat? Natürlich, ich hätte jetzt auch ja, und da kamen, wie gesagt, einige Auflösungen, wie zum Beispiel FC Köln ohne Transfers. Oder dies oder das. Oder da kamen auch zwei, drei englische Vereine. Warrington FC zum Beispiel hat auch eine super, ja, eine super Geschichte. Aber auch die SG Wattenscheid hat eine gute Geschichte. Und wo damals Uli Hoeneß sagt, wenn die in die erste Liga kommen, die braucht man nicht, so nach dem Motto. Und dann hat die SG Wattenscheid gewonnen. Und dann wurde es aber leider so, dass sie immer und immer tiefer rutschten. Und jetzt sind sie in der fünften Liga und in der Oberliga. Und das Ziel ist es, erstmal diese Saison durchzuballern. Wir spielen das Ganze auch ohne Entlassung, also damit wir auch diesen Speicherstand machen können. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Bald kommt ja vermutlich auch in ein paar Monaten FM 25. Und deswegen gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Im besten Falle kommt jeden zweiten Tag von diesem Speicherstand ein Video. Ja? Im besten Falle jeden Tag, aber auf jeden Fall jeden zweiten Tag. Und so sieht es nämlich aus. Das waren ein paar Infos und jetzt gehen wir rein in das Let's Play, in die hoffentliche irgendwann erfolgreiche die Wiedergeburt der Geschichte der SG Wattenscheid vielleicht, ja. So, ihr seht das hier, ihr habt das eventuell schon gelesen, wenn ihr mir nicht zugehört habt, dann habt ihr das gelesen, habt ihr mich zugehört und es nicht gelesen, ihr kennt's. Wir gehen auch weiter. Sportdirektor ist unbesetzt, das ist auch schwierig, da müssen wir schauen, dass wir eventuell einen Sportdirektor uns an den Mann ziehen. Timo Janczek, Chuck, ist unser Co-Trainer, scheint ein stabiler Typ zu sein. Seit 2020 am Start. Passt. Status okay, Transferbudget 0, das macht mir schon wieder Sorgen. Heißt, wir können keine großen Sprünge machen. Und ich sag mal so, ihr seht es ja schon, ne? An wen das jetzt hier alles hängt. Ja, hier, Felix. Na? Ja, sicher. So, ich mache mir Topverdiener ist Felix Casalino. Ja, da bin ich aber mal gespannt. Also, wer den nicht kennt, das ist der gute Mann von den Free Kickers oder der mal bei den Free Kickers war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das hier, was man hier gerade sieht, die beste Elf. Wie man hier oben auch schon sehen kann. Deswegen kann man,
Ja, davon ausgehen, dass es dann auch so ist. Daniel Dudek ist der das Talent. Ja, gucken wir gleich mal. Gehaltsbudget einhalten ist Pflicht. Ja, gut. Wenn ich keine Spieler kaufen kann, dann kann ich auch kein Gehaltsbudget aufgeben. Fünf-Jahresplan. Also dieses Jahr ist eigentlich nur Einhalten von Gehaltsbudget. Mehr nicht. Aktuelle Saison direkt auf. Ach so, nee. Stimmt, aktuelle. Der Plan. Ich muss direkt aufsteigen? Ach du dickes Ei. Konkurrenzfähig im Westfalenpokal sein. Also das Aufsteigen in die Regionalliga ist Pflicht. Boah, ja, nee, gut. Nee, ist doch. Fanke-Tour auf und abseits des Platzes. Ja, wie geht das? Wahrscheinlich mit Leistung zurückzahlen, ne? Pressekonferenz, nee, haben wir gar keinen Bock drauf. Schicken wir unseren guten Mann hin. So, jetzt speichern wir die Geschichte hier nochmal kurz. Mal kurz einen Cut. Okay, weiter. So, wir sind jetzt hier, verweigert sich der Presse natürlich. Einführung Taktik. Ja, das Ding ist, ich weiß halt nicht, was die. Ja, ich akzeptiere das mal. Ey, das ist aber jetzt gar nicht mal so einfach aufzusteigen, ne? Ich sag euch, wie es ist. Vor allen Dingen, was spielen wir für eine Taktik, ist die Frage. Über Flügel oder Ballbesitz? Ich bin ja so ein Freund von über Flügel gehen, ne? Aber die Frage ist, haben wir die Spieler dafür? Die spielen aber in einem klassischen 4-4-2. Das ist schon mal gut. Daniel Dudek ist unser Top-Talent. 18 Jahre jung. Ausgebildet in Dortmund. Ja, Niklas Lübke ist unser vermutlicher Stammtorhüter. Wobei ich das jetzt auch nicht so sagen möchte. 8-8, 7-6. Also ich sage euch ganz ehrlich, wenn Dudek weitermacht, so, dann könnte der die eventuell die Nummer 1 sein. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Im Moment setzen wir Lübke dann mal rein. Ich habe mir eben ganz oldschool, nicht klassisch, oldschool, mit meinem Handy ein Foto gemacht von der besten Elf. Und das werden wir jetzt mal so reinklatschen, wie mir gesagt hat, ey, das ist auf jeden Fall voll gut. Danach können wir ja immer noch mal gucken. Ich bin ja auch immer ein Freund davon, wenn ich die Mannschaft nicht kenne, dann lasse ich das erstmal so, wie es mir vorgegeben wurde, und dann gucke ich selber. Wie ich die Mannschaft haben will. Die Aufstellung an sich finde ich gar nicht so verkehrt. Ich bin allerdings auch ein Freund davon, das wisst ihr vielleicht aus meinen anderen Videos, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der ja.
irgendwie rechter Verteidiger ist, der aber rein theoretisch rechtes Mittelfeld spielen kann, dann finde ich das schon schwierig und dann möchte ich diesen Menschen da auch nicht spielen haben. Nee, das ist Quatsch. So, genau. Was verdient denn Felix Casalino? 650 € die Woche. Und der ist quasi ausgebildet bei TSG Sprockhövel. Und der ist Topverdiener. Verrückt. Und verdient denn hier Abid Janik? 19 Jahre jung. So, das ist unsere Mannschaft jetzt hier. Mit drei Auswechselspieler plus Torwart. Ich sag mal so, ne? Voll gut. Oder auch nicht. Also, da haben wir nichts drin. Wir haben aber auch keine zweite Mannschaft. Gut, wer auch, ne? Wir spielen Oberliga Westfalen, also wer geht da freiwillig hin? Dennoch müssen wir was schauen. Wir haben 6.615 Gehaltsbudget die Woche. Und ich bin der Meinung, dass wir definitiv den einen oder anderen, also mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Leute, auf jeden Fall bräuchten. Also da führt, glaube ich, auch nichts vorbei, das in Angriff zu nehmen. Ja. Machen wir das mal so. Die haben auf jeden Fall hier so eine Connection, das ist gut. Anscheinend ist das aber auch schon im besten Falle. Nee. Meinetwegen zurückgezogener Spielmacher, aber. Oh, hier, der Kaminski ist gut. Ja. Eher schlecht. Ja, gut. Und Abidjanik. Ja, gut, ich meine, der ist 19, ne? Hatte aber anscheinend auch noch nie einen Verein. Außer jetzt die SG Wattenscheid. Ich würde auch gerne. Schauen wir hier nochmal auf den Felix. Nee. Warte mal doch. Nee, ist okay. Ich würde auch gerne die Torhymne einblenden, wenn wir ein Tor schießen würden. Allerdings weiß ich nicht, ob das so cool ist. Oder ob ich das darf. Ist die, ja. Ist halt immer so eine Sache. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Allerdings würde ich gerne. Und ihr kennt die ersten Folgen immer Taktik erstellen. Ja, also hier. Ihr kennt immer die ersten Folgen. Sind immer so ein bisschen schwierig, ein bisschen länger, um einfach reinzukommen in die in die Mannschaft, in den Verein. Aber wir sollen auf jeden Fall aufsteigen. Ne? Also, wenn man das jetzt so sieht, dann könnte eventuell Siegen ein Problem werden. Und vielleicht Preußen Münster 2 ein Problem werden. Weil Preußen Münster kann natürlich auch Leute aus der ersten runterschicken. Also zweite Mannschaft ist immer schwierig. Lotte könnte eventuell auch ein Problem werden. Alle anderen sollten kein Problem darstellen. Also der erste steigt direkt auf. Ich glaube, der zweite ist in der Relegation. Das sollten wir vermeiden. Ja? Also wir sollten definitiv sofort aufsteigen. Und jetzt wollte ich was gucken, genau Terminplan. Lasst uns mal das Spiel gegen Hendrik Ido Ambacht haben wir durch. Und in 2 Tagen geht's schon los. Also, das ist ja auch wieder. Das Spiel gegen Oldenburg kann ich nicht löschen, ne? Oder? Kann ich das.
Kann ich das nicht löschen? Also abbrechen, zurücknehmen? Weil das macht ja keinen Sinn. Ich mache ja kein, ich mache ja kein Testspiel. Ah nee, Quatsch. Wir haben 17. Juni. Am 19. ist das Spiel. Ja gut, dann müssen wir mit einem Testspiel müssen wir klarkommen. Bringt ja alles nichts. Am 1. Juli wurde das Transferfenster geöffnet. Wir haben heute den 17. Ja. Nee, da müssen wir uns, wie gesagt, nochmal umgucken. Vielleicht finden wir hier irgendwelche freien Spieler oder so. Nee, wir müssen erstmal was anderes machen. Wir müssen erstmal auf die Mitarbeiter gehen. Leite Testspiele, nein, nein, so. Unbesetzt Jugendabteilungsleiter. Was ist jetzt wichtiger? Guck mal, hier haben wir ja gar nichts. Warum haben wir hier nichts? Ich will einen Sportdirektor haben. Das hier kriegen wir irgendwie in den Griff. Ich kann ja mal gucken nach einem Jugendabteilungsleiter. Ich glaube, wenn wir einen Jugendabteilungsleiter haben, dann kriegen wir auch. Eine Jugend, ne? Weil der dann halt auch logischerweise hat derzeit keine Bedenken. Der Vorschein ist der Meinung, dass er einen Chef-Scout benötigt. Ja, dann suche halt einen Chef-Scout. Meine Fresse. Testspiele abgesagt. Ja, ich bin jetzt hier neuer Trainer und dann wird hier auch mal gemacht, was ich sage. Nee, wir gehen jetzt auch mal. Ich glaube, die Folge ist auch noch nicht so lang. Nee. Aber die erste Folge muss ja auch nicht unbedingt so lang sein. Wir gehen mal auf Spieler in Reichweite. Da gibt es viele. Aber wir gehen auf ohne Vertrag. Da ist einer. Gut. ich gehe mal auf 26. Wer ist er denn? Vom FC Hürth Mittelrheinliga. Kann man den oder konnte man den? Will man den? Ich will den eigentlich zu einem. Ich meine, wie gesagt, wir sind fünfte Liga, ne? Da kann man froh sein, wenn man Geld verdient. Aber ich wollte den eigentlich zu einem Probetraining einladen, aber anscheinend funktioniert dies nicht. Nee, oder? Hier. Ja, gut. Ich setze den einfach mal auf die Auswahlliste auf unbestimmt. Michael Hasemann. Also, ach, guck mal hier, 13 Spieler gefunden. Maximilian Kohler, 17 Jahre. Ist ein. Ah, zudem habe ich keinen und ich habe halt auch keinen Chef-Scout oder keinen Scout an sich. Da findest du wahrscheinlich nichts. Nie V. Machen wir das mal. Sven Ulrich, erster Göppinger SV. Ich glaube, ist Stürmer. Genau, Stürmer, ja klar. Oberliga. Umfasst Spieler in unserer Liga.
Ja, aber ich würde gerne. Ich meine, die sind ja jetzt nicht schlecht wahrscheinlich, aber Berliner AK, da kommt doch Jindawi her. Der muss doch gut sein, oder? Kommt da Jindawi her? Ich weiß es gar nicht. Auf Laie ist er auf jeden Fall vertragslos. Hey, was? Der ist vertragslos? Aber dennoch auf Laie. Rechter Verteidiger. Hat unsere rechte Verteidiger. Warte mal, Mel. Ja, seht ihr, das habe ich gemeint. Hier zum Beispiel. Der Jeffrey. Seine Hauptposition ist Innenverteidiger. Und ich will ja immer, dass ich ein Innenverteidiger soll eine Innenverteidigung spielen und nicht rechts. So, dafür ist er ausgebildet worden, in der Innenverteidigung zu spielen. Und deswegen wird da auch nicht der Jeffrey statt Ränke spielen. Dann haben wir noch Kaminski. Bei dem habe ich mir eben sowieso gedacht, kann er das? Ja, kann er trotzdem. Und genau das. Also wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir diesen Yaki verpflichten würden. Wenn er dann Interesse hat. Ich kaufe den jetzt blind. Mache ich selbst. Ja, er hat gar keinen Bock. Also das verstehe ich, verstehe das nicht. Der ist 17 Jahre jung. Was erwartet der Mann denn? Der ist ohne Vertrag, ohne nichts. Und der, wobei, ich habe doch ohne Vertrag gemacht. Warum steht denn da überall vereinslos? Okay, 500 Spieler. Nee, gut. Gut. Nee, ist doch gut. Gehen wir mal ein bisschen. Machen wir mal 22 bis. Es sind immer noch zu viele Spieler, ne? Machen wir 22 bis 25. Und dann gehen wir mal nur auf Rechtsverteidiger. Dann haben wir nur 15. Philipp Höfler. Wo hat er denn vorher gespielt? Ausgebildet bei Köln. Ist jetzt auch wahrscheinlich Alabas. Ja, das ist das Problem. Ich glaube, ich lasse erstmal einen Scout kommen, bevor wir hier irgendwie irgendjemanden. Ah, nee, falsch. Bevor wir hier jetzt irgendjemanden. Kaufen, wofür keine Ahnung haben. Standardsituation. Gemischt. Das, das. Das, das, das. Also ein Chef-Scout ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Sage ich euch, wie es ist. Antwort nötig. Du kannst mich ja Taktiken von Standardsituationen. Da haben wir uns ja was aufgebrummt, wa? Aber deswegen brauche ich halt auch eure Unterstützung. Ne? Ist ganz klar. Alleine würde ich das jetzt hier nicht schaffen. Aber geht früh los, die Saison. Obwohl ich früh anklicken geklickt habe. Naja, gut. Gleich ist auch Vorbesprechung des Teams. Kapitän für dieses Jahr. Vizekapitän Sindermann. Aber da sehe ich nicht. Warum soll Schüring das sein? Nur weil der 34 ist da. Ja, komm. Ist okay. Der ist 34, der wird es eh nicht mehr lang machen. Ich möchte mich ansehen. Ihr Ansehen wird sicherlich wachsen, wenn Sie Ihr angestrebtes Ziel erreichen. Ich freue mich, unter Ihnen zu spielen. Marvin, hör mal. Sonst habe ich keine weiteren Punkte. Der Marvin, der will sich hier einschleimen im Trainer, ne? Was ist denn jetzt hier wieder?
Will sich hier einschleimen beim Trainer, der Marvin. Wo ist Marvin hier? Marvin Schüring. Ich würde gerne, ehrlich gesagt. Ne, Vertrag habe ich schon. Ich möchte gerne wissen, wo der vorher war. Karrierestatistik? Ah, hier, guck mal, Karrierestatistik, gut. Jut, jut, jut. Okay. Plant Mannschaftsring der ersten Mannschaft. Boah, weiß ich gar nicht, ob ich das. Will ich das machen? Nö. Meine ich. Dafür habe ich einen Co-Trainer. Aber wo kommt denn Hendrik Aido Ambacht her? Das klingt irgendwie nach einem Verein von irgendwelchen Privatschülern. Gucken wir mal nach. Wo kommt ihr denn her? Die haben ja gar keine Mannschaft. Okay, aus den Niederlanden kommen die auf jeden Fall. Maurizio de Lecht. Na siehe. Ja, ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut, ja gut, ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut. 19. Juli. Ja, anscheinend spielen wir jetzt. Aber nicht in diesem Video, denn wir machen für heute Schluss mit diesem Video. Ey, wenn ihr Bock habt auf diese weitere Karriere, ne? Daumen hoch und so. Wär ein Träumchen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir gegen Hendrik Ido Ambacht spielen. Erstes Spiel als Trainer bei SG Wattenscheid im Testspiel gegen Hendrik Ido Ambacht. Ich freue mich schon. Ihr auch? Daumen hoch, abonnieren. Let's go. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.